Guten Abend. Herzlich willkommen zu Tag 5 mittlerweile der 9. erneuerbaren Lesetage Hamburgs unabhängigem Literaturfestival, wieder live hier aus der Akademie der Künste in Hamburg. Wir begrüßen Sie auch heute unter den wohl ungewöhnlichsten Bedingungen, die dieses Festival seit seiner Gründung 2011 gesehen hat, nämlich an den Bildschirmen und leider nur da. Und das, was eines der Markenzeichen von Lesung ohne Atomstrom war, die hundertprozentige Auslastung unserer Veranstaltung über einen Zeitraum von 9 Jahren, das vermissen wir sehr, sehr stark. Dennoch, unser Programm findet im vollen Umfang hier uneingeschränkt statt. Und wir übertragen aus der Freien Akademie der Künste noch bis zum Sonntag jeden Event hier zu Ihnen nach Hause. Und das ist eine tolle Leistung von dem gesamten Team von Lesen ohne Atomstrom, das von vielen Unternehmen, von Dienstleistern, von Einzelpersonen unterstützt wird, die alle schon seit dem ersten Tag, seit nun bald 10 Jahren hier dabei sind. Und dieses Team hat auch aufgrund dieser ungewöhnlichen Bedingungen in diesem Jahr noch etwas ganz Besonderes, Eigenes produziert für die heimische Couch zu Hause im Lockdown, das Buch zum Festival. Klimawandel, Artensterben und nukleare Gaus dokumentieren den planetaren Burnout. Die Elendstrecks 80 Millionen Geflüchteter, die Apokalypse der Zivilisation. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts haben eine neue Qualität. Es ist die Pandemie der Zerstörung. Deswegen muss es jetzt um die Disruption des Systems gehen, fordern renommierte Autoren und Künstler. Schluss mit Symbolik. Act now. Das Hamburger Literaturfestival Lesen ohne Atomstrom veröffentlicht die Reflexionen in existenziellen Zeiten von mehr als 2 Dutzend klugen Köpfen aus aller Welt und allen Generationen. Mit Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, Forscherlegende Dennis Meadows, Großbritanniens königlichem Astronom Lord Martin Rees, Palermos Bürgermeister Leo Luca Orlando, Friedenspreisträger Boualem Sansal, Globalisierungskritikerin Vandana Shiva, Aktivistin Hanna Poddich, Anti-Nazi-Kämpferin Beate Glasfeld, Ex-Club of Rome-Chef Grammy Maxton, Klimaforscher Mujib Latif, Publizistin Luke Jochimsen, Monacos Staatschef Fürst Albert II., TV-Entertainer Eckhard von Hirschhausen, Franziska Wessel und Hilda Nakabuye von Fridays for Future, den Flüchtlingsrettern Pia Klemp und Dario Spägui, Traumatologe Jan-Ilhan Kisilhan, UN-Diplomat John Ziegler, Künstler Ai Weiwei, Philosophin Donatella di Cesare, Liedermacher Konstantin Wecker und den Schauspielern Barbara Auer, Thomas Thieme und Walter Sittler. Vom Protest zur Revolte. Act now, jetzt als Buch und CD. Ja, und das Buch und die CD sind im Verlag Assoziation A erschienen und natürlich überall im Buchhandel erhältlich. Und darüber hinaus kann man auch das Hörbuch auf zahlreichen digitalen Plattformen downloaden. In diesem Jahr steht das Festival Lesen ohne Atomstrom unter dem Titel Die Niederlage des rationalen Menschen, nach jenem Essay, das Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch für das Buch Act Now geschrieben hat. Eine dieser Niederlagen ist zweifelsohne die Drangsalierung von Medien, von kritischen Autoren. Ein ganz besonders augenfälliges Beispiel, die Verfolgung von WikiLeaks und die brutale Repression gegen den Gründer dieser Enthüllungsplattform, gegen Julian Assange. Und deswegen fordert das Lesefestival Free Assange. Und wir freuen uns sehr, dass wir zu diesem Abend hier ein ganz besonderes Podium begrüßen dürfen. In London begrüßen wir einen der engsten Vertrauten von Julian Assange, sowas wie der Außenminister von WikiLeaks. Good evening, Joseph Farrell. In Genf ist uns der Mann zugeschaltet, der als UN-Botschafter Anzeichen ausgemacht hat, dass Assange in seiner Haft in Großbritannien gefoltert wird. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Nils Melzer. Und eine internationale Kampagne zur Freilassung von Assange hat jemand gestartet,
der sehr wohl weiß, was es bedeutet, wegen kritischer Berichterstattung verfolgt zu werden. Er ist uns aus Köln zugeschaltet. Herzlich willkommen, guten Abend, Günter Wallraff. Hier in Hamburg zu Gast ist die Frau, die sich einst dafür ausgesprochen hat, dass die Bundesregierung Julian Assange Asyl gewähren soll. Die frühere Bundesjustizministerin, schönen guten Abend, herzlich willkommen, Frau Professor Hertha Däubleck-Mehlin. Und dieses hochkarätige Podium moderiert ein Mann, der ausgewiesen ist als investigativer Journalist. Der Leiter des ARD-Magazins Monitor, guten Abend, Georg Restle. Und bevor Georg Restle jetzt hier übernimmt, wollen wir mit einer Lesung starten. Wir sind ja ein Literaturfestival. Es ist ein Text für unseren Zweck leicht bearbeitet, leicht gekürzt von Julian Assange persönlich. Ihn präsentiert eine sehr renommierte Schauspielerin. Sie hat diesen Text heute vorab im Studio in Köln eingelesen. Bitte schön, Marile Milovic. Julian Assange, 2015. Die WikiLeaks-Files. Über die Welt des US-Empire. Zum jetzigen Zeitpunkt hat WikiLeaks 2.325.961 diplomatische Depeschen und Aufzeichnungen des US-Außenministeriums veröffentlicht. Das sind etwa 2 Milliarden Wörter. Dieser gewaltige und scheinbar unerschöpfliche Korpus interner staatlicher Dokumente, gedruckt würde er etwa 30.000 Bände füllen, ist einzigartig. Würde man nur willkürlich einzelne diplomatische Aufzeichnungen herausgreifen, wie es einige Tageszeitungen getan haben, würde man das Empire, dieses Imperium, hinter den Texten nicht erkennen. Wir müssen vielmehr wissenschaftlich vorgehen, das große Ganze im Blick haben, das Imperium. Um Imperien verstehen zu können, bedarf es der Analyse ihrer Kommunikation. Das war schon immer so, in Stein gemeißelt oder in Pergament eingefärbt. Stets hinterlassen Imperien von Babylon bis zur Ming-Dynastie Zeugnisse der Kommunikation ihres Machtzentrums mit der Peripherie. Die jeweils von Herrschaftssystemen gewählten Methoden für die Organisation der Beschriftung, des Transports, der Indizierung und Speicherung der eigenen Korrespondenzen, wie auch die Festlegung, welche Personen zum Lesen oder Verfassen befugt sind, konstituieren ein Imperium. So macht auch jede Veränderung der Kommunikationswege den Wandel des Imperiums als Ganzes nachvollziehbar. Das Markenzeichen des Imperiums ist der strukturierte Versuch, ein ausgedehntes kulturelles und wirtschaftliches System mit Hilfe von Kommunikation zu verwalten. So ist die Analyse dieser Kommunikation zentral, um heute das einzig verbliebene Imperium der Welt zu verstehen, die Anatomie des US-Imperiums. Jeden Werktag wachen 71.000 Menschen aus 191 Ländern, die Repräsentanten von 27 US-Regierungsbehörden auf und bahnen sich vorbei an Flaggen, Stahlzäunen und bewaffneten Wachen ihren Weg in eines der 276 befestigten Gebäude, die 169 Botschaften und andere Vertretungen der USA weltweit beherbergen. Begleitet werden sie von den Mitarbeitern weiterer staatlicher Institutionen, wie der Central Intelligence Agency, der CIA, der National Security Agency, NSA, des Federal Bureau of Investigation, FBI, sowie verschiedenen Divisionen des Militärs. Auf den Dächern der Liegenschaften befinden sich Radio- und Satellitenantennen, teilweise mit Reichweite bis in die Heimat, für den Empfang oder das Versenden von Depeschen. Auch von Schiffen und Flugzeugen des US-Militärs aus geschieht dies. Mit weiteren Anlagen wird die mobile Telefonkommunikation der Bevölkerung des Gastlandes massenhaft abgefangen. Seinen Anfang nahm diese Strategie 1973 mit der Ernennung Henry Kissingers zum US-Außenminister. Kissingers Amtsantritt war in mehrfacher Hinsicht besonders, da er nicht nur dem Außenamt vorstand, sondern gleichzeitig als nationaler Sicherheitsberater tätig war. Dies dokumentierte die für die USA charakteristische Kopplung von internationalen Beziehungen mit nachrichtendienstlichem Wirken.
Im Foreign Office laufen seither alle Elemente der Macht des US-Empire zusammen. Es dient als Cover für die CIA, stellt die Gebäude für das NSA-Überwachungsequipment, Büroräume und Kommunikationseinrichtungen für das FBI, das Militär und andere Regierungsbehörden. Seine Mitarbeiter sind gleichsam als Verkaufsagenten und politische Berater für die größten US-Unternehmen tätig. Als diplomatischer Apparat der Vereinigten Staaten ist das Außenministerium unmittelbar daran beteiligt, dem Empire ein freundliches Antlitz zu geben und gleichermaßen seine Arbeitsweisen, seine Mechanik zu verbergen. Jedes Jahr werden mehr als 1 Milliarde Dollar für die sogenannte Public Diplomacy veranschlagt. Ein umständlicher Begriff, der die nach außen gerichtete US-Propaganda bezeichnet. Public Diplomacy zielt ausdrücklich darauf ab, Journalisten und die Zivilgesellschaft zu beeinflussen. Seine Anstrengungen zur nationalen Sicherheit betreibt das US-Imperium mit geradezu religiösem Eifer, was auch in der Reaktion auf die WikiLeaks-Enthüllungen sichtbar wurde. Die Veröffentlichung der klassifizierten US-Depeschen, die gewissermaßen mit dem heiligen Siegel der nationalen Sicherheit versehen waren, provozierte gleich 2 Kampagnen des Empires. Erstens, in der Öffentlichkeit wurden die Enthüllungen heruntergespielt. Und zweitens bemühte man sich gleichzeitig intern innerhalb der Behörden um die Aufarbeitung des Geschehens. Hier wurden die durch WikiLeaks öffentlich gewordenen vertraulichen Dokumente zu verbotenen Objekten deklariert. Denn sie sind Gift für den Staat im Staat, für jene über 5 Millionen Amerikaner, die eine sogenannte aktive Sicherheitsfreigabe haben, also dem engen Zirkel des Sicherheitsapparates zuzurechnen sind, weil auch autorisiert auf Verschlusssachen zuzugreifen. Die Reaktion auf die WikiLeaks-Enthüllungen war hysterisch. Öffentlich behauptete die US-Regierung fälschlicherweise, dass die Weiterleitung als geheim eingestufter Dokumente ohne die entsprechende Sicherheitsfreigabe ein Verstoß gegen das Spionagegesetz von 1917 sei. Ebenso hieß es, dass nur Mitarbeiter des Sicherheitsapparates mit entsprechend klassifiziertem Material arbeiten dürfen, allerdings auch nur, wenn dieses aus staatlichen Sammlungen stamme. Sollten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Depeschen aus einer Quelle wie WikiLeaks zur Kenntnis bekommen, werde erwartet, dass sie über ihren Kontakt mit dem jetzt entweihten Objekt Meldung machen und zugleich alle Spuren davon vernichten. Diese Reaktion ist völlig irrational. Die von WikiLeaks veröffentlichten Geheimpapiere sind absolut identisch mit den Originalversionen des Apparats, da sie durchweg aus offiziellen Quellen stammen. Es handelt sich um nichts anderes als elektronische Kopien, die sich durch nichts vom Original unterscheiden. Kein einziges Wort, kein einziger Buchstabe, nicht ein einziges Bit ist anders. Und doch hat das nun unkontrolliert öffentlich gewordene Dokument nach Lesart der nationalen Sicherheitsdoktrin eine Umwidmung erfahren. Ganz banal. Es ist jetzt böse. Dieses regelrecht religiöse Denken hat Konsequenzen. Mit dieser Argumentation will die US-Regierung verhindern, dass Millionen von Mitarbeitern im Nationalen Sicherheitsdienst, also die Beschäftigten des Staats im Staat, die WikiLeaks-Domains lesen. Und mehr noch, die Administration des US-Empire will so auch die weitergehende Veröffentlichung von WikiLeaks-Material blockieren. Doch eines bleibt. Die WikiLeaks-Veröffentlichungen haben Millionen Dokumente des US-Imperiums von ihren geheimen Siegeln befreit. Echte Reformen kann es nur geben, wenn ungerechte Handlungen entlarvt werden. Am besten geht man gegen Ungerechtigkeiten dann vor, wenn sie noch gar nicht begangen wurden. Wenn es nur den Plan gibt, dann kann man sie noch stoppen. Wenn mich diese Auffassung in den Augen einiger gefährlich macht, dann ist das ebenso. The Empire Strikes Back, das Imperium schlägt zurück. Darum geht es heute, über Kriegsverbrechen und journalistische Enthüllungen, über den Schutz von Staatsgeheimnissen, aber natürlich und insbesondere auch über die Meinungs- und die Pressefreiheit.
Darüber wollen wir reden, darüber müssen wir reden, denn der Mann, um den es heute hier ganz besonders geht, wird seit über 10 Jahren für seine Enthüllungen über die Geheimdiplomatie der US-Regierung, über die Kriegsverbrechen im Irakkrieg und im Afghanistankrieg verfolgt, isoliert, misshandelt. Free Julian Assange, Free Speech lautet der Titel dieser Veranstaltung. Und es geht ganz sicher auch darum, den Mann nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, der die Welt über einen verbrecherischen Krieg aufklären wollte. Dass es dabei heute um einen hochaktuellen Fall geht, zeigt sich daran, dass der neu gewählte US-Präsident Joseph Biden erst in dieser Woche bekräftigt hat, dass er an der Auslieferung von Julian Assange festhält. Und heute, am heutigen Tag, lief die Einspruchsfrist der US-Regierung gegen die Auslieferung, gegen das Verbot der Auslieferung durch Großbritannien aus. Und deswegen freue ich mich, dass meine erste Frage an Joseph Farrell gleich gerichtet ist, der sich wahrscheinlich besser auskennt als wir und uns sagen kann, hat denn die US-Regierung bis zum heutigen Tag Einspruch eingelegt und wie sehr droht die Auslieferung aus Großbritannien akut? Just this evening we heard that the US did actually put in for their final grounds of appeal. So they are heute Abend gerade erfahren, dass die letzten Gründe von der amerikanischen Regierung genannt worden sind. Der Generalstaatsanwalt hat das aber noch nicht bestätigt. Es sieht aber so aus, als würden sie daran festhalten. Sie sollten das aber nicht. Sie sollten das nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die letzten beiden Regierungen, also dass auch die vorletzte Regierung unter Obama sich dieser Frage gestellt hat. Und es wurde ein Problem genannt, was als New York Times Problem genannt wurde oder benannt wurde als solches. Es hieß nämlich, es wäre dann kein Unterschied zu einer Verfolgung der New York Times, wenn man weitermachen würde. Es ist also die Entscheidung gefallen, kein Verfahren durchzuführen. Und das Ganze ist aber als eine extrem politisierte Angelegenheit zu betrachten. Es gibt eine Vielzahl von Elementen, die wir betrachten müssen, dass der Fakt, dass es Folter gab und die Auseinandersetzung mit den außenpolitischen Gründen, also die enge Verbindung zwischen all diesen Elementen, die hier festzustellen ist, müssen wir sehen. Also es ist davon auszugehen, dass die Biden-Administration zurückgeht auf die Position, die es gab, als Biden Vizepräsidenten war. Und es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet Joseph Biden Donald Trump hier treu bleibt, der jetzige US-Präsident und damalige Senatsführer der Demokraten, der ja den Krieg im Irak damals mit unterstützt und ja auch ermöglicht hat. I'm not sure if I missed the beginning of that question, but yes. Ich weiß nicht genau, wie die Frage lautete jetzt, aber ja, einen Zufall halten. WikiLeaks exponiert tatsächlich viele Leute. Und Julian hat mal gesagt, dass sein Leben im Grunde wie ein Schachbrett ist. Und die Frage, ob er sich frei oder nicht frei bewegen kann, hängt ganz stark davon ab, was publiziert wird, was er publiziert. Als jemand, der publiziert, ist er tatsächlich unabhängig. Es ist ein Zitat von ihm. Er sagt, unsere Aufgabe ist es nicht zu sagen, dass man für oder gegen das Töten von Walen ist, sondern unsere Aufgabe als Publizisten besteht darin, die Dinge zu schildern, wie sie sind. Und man entscheidet dann selbst, ob man dafür oder dagegen ist. Es gibt also eine Vielzahl von Faktoren, die hier eine Rolle spielen. In Abhängigkeit von dem, was Julian publiziert hat, ist das natürlich dann auch zu sehen als ein Problem der Demokratischen Partei. Und wir haben so viele Telegramme von all den Botschaften in der Welt bekommen. Und wir wissen, dass sehr, sehr viel
sehr schief gelaufen ist. Das bedeutet aber nicht, dass das First Amendment in den USA der heilige Gral der Medien ist. Und insofern ist das tatsächlich auch der wichtigste Medienfall. Und das zerstört sowohl das First Amendment, die freie Presse, in den USA als auch im Rest der Welt. Joseph Farrell, weil Sie Julian Assange gut kennen und eng an seiner Seite sind. Seit 50 Wochen, seit fast einem Jahr, ist er jetzt im Hochsicherheitstrakt in Großbritannien festgehalten. Können Sie uns was zu den Haftbedingungen in diesem Gefängnis sagen? Und können Sie uns vor allem sagen, wie es Julian Assange gesundheitlich im Augenblick geht? Yes, well, he's actually been in the prison for... Er ist seit fast zwei Jahren im Gefängnis. Die Strafe lautete 50 Wochen wegen Verstoß gegen die Kautionsregelung. Und das ist praktisch doppelt so lang wie das, was normalerweise für ein solches Vergehen angewiesen wird. Und das geht Hand in Hand mit der Folter, die er erleidet. Und wir reden ja nicht nur von den letzten zwei Jahren, sondern wir reden von 10 Jahren. Die Bedingungen sind nicht gut. Hier wird ein zu den Haftbedingungen, weil das ja ein wichtiger Punkt ist. Können Sie uns was zu den Haftbedingungen sagen? Wir haben es hier ja nur für das Publikum mit einer Haft zu tun, die nur deshalb erlassen worden ist, weil gegen Kautionsbestimmungen verstoßen worden ist. Um zu verstehen, wie verhältnismäßig diese Haft ist, in der er sich gerade aufhält, können Sie uns sagen, wie die Haftbedingungen in diesem Gefängnis sind? Dieses Gefängnis wird als Guantanamo Großbritanniens bezeichnet. Es ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Dort finden sich Terroristen und Mörder. Und er ist weder das eine noch das andere. Er war einige Monate lang in Einzelhaft, in Isolationshaft. Er durfte nicht länger als eine Stunde täglich raus. Und es ist überdies dieses Gefängnis ein Zentrum, ein Hotspot von Covid. Seit Monaten darf er keine Besucher bekommen. Er trägt die Kleidung, die man ihm im Oktober geliefert hat. Und es sind im Moment minus 7 Grad in London. Das heißt, in seiner Zelle muss er mit den Büchern, die er bekommen hat, die Fenster abdichten. Und er hat einen kleinen Kessel. Das ist die einzige Wärmequelle, die er hat, die einzige Heizmöglichkeit. Und er hat seine Familie seit Monaten nicht gesehen, seit März letztes Jahr, also seit dem Beginn der Pandemie. Und sein einziges Verbrechen ist der Journalismus. Und er hat gerade seinen Fall gewonnen. Also man sollte jemanden auf Kaution freilassen in einer solchen Situation, nicht wahr? Ja, Herr Melzer, als UN-Sonderberichterstatter für Folter haben Sie schwere Vorwürfe bezüglich des gesamten Verfahrens erhoben. Sie beschäftigen sich, wenn ich das Datum richtig habe, seit März 2019 intensiv mit dem Fall Julian Assange. Wenn Sie die Schilderungen jetzt aus Großbritannien hören, aber wenn Sie sich die Bedingungen dieses Gesamtverfahrens der letzten 10 Jahre anschauen, warum Folter? Ja, herzlichen Dank, dass ich hier teilnehmen darf. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Ganze in die große Perspektive setzen. Ich finde es auch wichtig, vielleicht, dass ich zuerst sage, dass ich, als das Anwaltsteam von Assange mich zum ersten Mal kontaktiert hat, habe ich abgelehnt, mich auf den Fall einzulassen. Und zwar möchte ich das zu meiner Schande auch zugeben. Ich war ganz stark beeinflusst von den Vorurteilen,
von Assange, dem Vergewaltiger, Assange, dem Hacker, Assange, dem Spion, dem Narzissten. Also das ganze Narrativ, das über ihn verbreitet worden war. Und es braucht einen zweiten Anlauf seiner Anwälte mit gewissen Beweisstücken und so, ärztlichen Gutachten und rechtlichen Analysen, die mich dann doch dazu bewogen haben, mich auf diesen Fall überhaupt einzulassen. Ich sage das aus dem Grund, weil ich mir vorstellen kann, dass auch viele im Publikum von diesen Vorurteilen noch immer beeinflusst sind, und möchte da einfach sagen, das ist normal, weil dieses Bild eben ganz stark verbreitet worden ist. Aber ich kann auch sagen, es ist ein vollkommen falsches Bild. Und das kann ich also wirklich bezeugen. Ich habe mich dann auf die Beweismittel eingelassen. Ich habe ja Julian Assange am 9. Mai 2019 mit zwei spezialisierten Ärzten in Belmarsh Prison besucht. Ich habe seine Zelle gesehen. Wir haben 4 Stunden mit ihm verbracht. Wir hatten einen Psychiater dabei, der hat ein psychiatrisches Gutachten gemacht. Wir hatten einen Forensiker dabei. Mit beiden habe ich viele Gefängnisbesuche gemacht in den letzten Jahren. Also die wissen wirklich, wovon sie sprechen. Und wir haben als erstes medizinisch festgestellt, dass Assange alle Symptome zeigt, die man typischerweise findet bei Opfern von psychischer Folter. Also das sind extreme Stresszustände, extreme Angstzustände, also nicht dann der normale Stress, den man bei jedem Gefangenen halt sieht, nicht? Das ist ja eine unangenehme Situation, sondern es sind also ganz, ganz extreme Zustände, die auch neurologische und kognitive Schäden schon hinterlassen hatten, also die man physisch messen konnte. Ich kann jetzt da nicht ins Detail gehen, das ist ja auch noch eine ärztliche Vertraulichkeit, aber so weit kann ich gehen, das sind ganz typische Symptome. Und dann kommt natürlich auch die Frage, ja, woher kommen diese Symptome? Nicht? So geht man vor in der Analyse. Und dann sieht man man kann ähnliche Symptome finden bei Flüchtlingen, die ganz schwierige Fluchtwege erlebt haben. Das ist dann nicht unbedingt Folter. Aber bei Assange war es halt so, dass er die letzten fast 7 Jahre im gleichen Raum verbracht hatte. Also der war ganz wenigen Faktoren überhaupt ausgesetzt, die solche schwere Symptome überhaupt hätten verursachen können. Also es war relativ einfach. Man konnte mit einer großen Sicherheit eigentlich die Kausalität feststellen seiner Umgebung in der ecuadorianischen Botschaft während mehr als 6 Jahren und diesen Symptomen, die sich nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen entwickeln können, sondern das Resultat sind von jahrelanger Misshandlung. Und dann habe ich mich halt darauf eingelassen, diese Umstände dann genauer zu untersuchen. Was hat zu dieser Situation geführt? Und dann sieht man halt die Behandlung, die er hat in den letzten 2 Jahren seines Aufenthalts in der Botschaft unter dem neuen Präsidenten Ecuadors, der mit den Amerikanern kollaboriert hat. Die ständige Überwachung, die zunehmende Isolation, das ständige Bedrohungsszenario und eine Auslieferung in die USA. Und hier möchte ich also unterstreichen, das ist eine ganz ernste Bedrohung. Nicht? Ja. Also wenn man in den USA ausgeliefert wird wegen Spionage, dann verschwindet man für den Rest des Lebens in Isolationshaft. Das ist eindeutig als Folter zu bewerten. Herr Melzer, vielleicht noch, bevor wir gleich noch auf die einzelnen Verfahrensschritte noch mal kommen, noch mal zu dem Vorwurf der Folter. Ich meine, man muss sich ja vergegenwärtigen, hier geht es um eine Inhaftierung, die begonnen hat wegen Verstoß gegen Kautionsauflagen im Zusammenhang mit strafrechtlichen Vorwürfen, die Sie als konstruiert bezeichnen. Sie haben sich ja sehr intensiv mit den Vergewaltigungsvorwürfen damals beschäftigt. Sie sprechen selber Schwedisch. Sie haben in die Akten, in die Untersuchungsakten reingeschaut. Wenn man sich anschaut, dass es auf Basis eines konstruierten Vorwurfs, auf Grundlage eines Verstoßes gegen Kautionsauflagen, ein Mensch für 2 Jahre in einem Hochsicherheitstrakt unter unmenschlichen Bedingungen, wie wir es gerade erfahren haben, festgehalten und inhaftiert wird. Wie kann man einen solchen Mensch mitten in Europa weiter festhalten? Warum wird Assange nicht sofort freigelassen? Also das Big Picture, wie man sagt, das ja. Große Logik, das große Spiel, das hier gespielt wird, ist, dass die Staaten versuchen, ein Exempel zu statuieren an Assange, und zwar nicht unbedingt, um ihn zu bestrafen in erster Linie, das auch, aber in erster Linie geht es darum, andere Journalisten einzuschüchtern, andere, die ihn nachahmen könnten, nicht? Weil das Modell WikiLeaks ist extrem bedrohlich für den Deep State, also für die Geheimdienste, für die Geheimhaltung durch Staaten. Und
deshalb versucht man jetzt auch diese Verfahrensverletzungen, diese Misshandlungen auch nicht allzu sehr zu verbergen, sondern dass das auch für die Öffentlichkeit sichtbar ist, damit jeder, der dem zusieht, weiß, ja, also so wird es mir ergehen, wenn ich das Gleiche mache wie Assange. Aber das heißt mit anderen Worten, dass mitten in Europa zentrale Menschenrechte, europäische Grundrechte nicht gelten aufgrund politischer Prämissen, so wie Sie es gerade darstellen. Das ist ja für Sie sind ja selber Völkerrechtler. Sie kennen die unterschiedlichen Covenants und Erklärungen der Menschenrechte, an die ja auch Großbritannien und Schweden gebunden sind. Für Sie sind das klare Verstöße gegen internationale menschenrechtliche Bestimmungen. Absolut. Und also da kann ich absolut hundertprozentig dahinter stehen. Und ich möchte Ihnen nur ein ganz kurzes Beispiel geben, um das zu illustrieren. Vor einigen Jahren war der Ex-Diktator von Chile, Augusto Pinochet, in London in Auslieferungshaft, während fast 2 Jahren, also in der genau gleichen Situation. Assange ist heute nicht als Straftäter im Gefängnis. Das hat er abgesessen vor mehr als einem Jahr schon. Er ist seit mehr als einem Jahr ist er in reiner Auslieferungshaft, reine Präventivhaft, nicht Strafhaft. Und Pinochet war genau in der gleichen Situation, aber er wurde in einer Londoner Villa untergebracht, hatte freien Zugang zu allen Medien, Besucher. Margaret Thatcher hat ihn persönlich besucht. Nicht, aber rechtlich ist er in der genau gleichen Situation. Also Julian Assange hätte Anspruch auf diese Behandlung. Ich möchte nicht behaupten, dass er unbedingt vom Premierminister besucht werden will, aber sonst, ich meine, in Lebensbedingungen, dass er in Isolationshaft gehalten wird, ist unnötig, es ist unverhältnismäßig und es ist unrechtmäßig. Es wird nur gemacht, um ihn von der Öffentlichkeit fernzuhalten und um ihn zu brechen, um ein Exempel zu statuieren. Das ist für mich eindeutig und ich sage das mit einer Erfahrung von Gefängnisbesuchen bei politischen Häftlingen von mehr als 20 Jahren. Danke soweit. Günter Wallraff, Sie sind Investigativjournalist. Wir kennen uns aus Köln. Wenn Sie sich den Fall anschauen, Sie sind ja sehr engagiert und haben auch verschiedene Petitionen und Aktionen mit unterstützt, mit auch dem ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel beispielsweise. Wenn Sie sich diesen Fall anschauen, aus all den Erfahrungen, die auch Sie haben, Herr Melzer spricht von einem Präzedenzfall, von einer gangsterhaften Verschwörung von europäischen Staaten zum Nachteil der Presse und der Meinungsfreiheit, zum Schutz von Staatsgeheimnissen, die ja nicht irgendwelche Staatsgeheimnisse sind, sondern die Kriegsverbrechen betreffen im Irakkrieg. Aus Ihrer Erfahrung auch in der ganzen Geschichte des Investigativjournalismus, für wie gefährlich, für wie bedrohlich halten Sie den Fall Assange vor diesem Hintergrund? Ich glaube, es ist bisher der in der Nachkriegszeit der allerexemplarischste und auch was Meinungs- und Pressefreiheit betrifft, exemplarischste und Fall, wo versucht wird, ein Exempel zu statuieren und einen Kollegen, der sich ja mit jedem Risiko hier für die Aufklärung verpflichtet hat, den mundtot zu machen, den zu ächten, den zur, ja, wie will ich sagen, zu einem Monster zu fabrizieren. Und gäbe es Nils Melzer nicht, dem es zu verdanken ist, dass er spricht Schwedisch, er hat die ganzen Akten 5000 Seiten durchgearbeitet und hat dieses Komplott nachgewiesen. Gäbe es ihn nicht, hätten wir im Moment auch nicht diese breite Solidaritätsinitiative. Auch ein ehemaliger Außenminister wie Sigmar Gabriel hat sich mit ihm dann über hier unsere Vermittlung sachkundig gemacht und ist jetzt auch engagiert und steht dahinter, auch Gerhard Baum. Alle waren am Anfang auch zögerlich, ne? Weil die Rufmordkampagne, die über CIA lanciert wurde und in Schweden ja, das ist für mich unfassbar. Für mich war Schweden lange Jahre eine Gesellschaft der Aufklärung und die immer etwas weiterentwickelt waren, auch meinungsfreiheitsmäßig als bei uns. Und wenn jetzt Julian Assange schon vor langer Zeit, ich glaube, bevor er inhaftiert war, hatte er dieses Bonmot, dass für ihn Schweden das Saudi-Arabien des Feminismus ist. Da ist tatsächlich was dran. Und damit hängt auch zusammen, dass diese Vergewaltigungsvorwürfe, die ja völlig unhaltbar sind, Verfahren wurden eingestellt. Und jetzt noch eine der betroffenen Frauen, eine Diak-
Kulisse, wie sich das nennt, noch auf seine Kosten ein Buch herausgibt, wo sie ihn eigentlich völlig entlastet und trotzdem nochmal auf seine Kosten ihn ins Gerede bringt. Ich glaube, da ist erreicht worden, auch bei vielen, die wir gewinnen wollten, auch für den Aufruf, den wir damals in großen Tageszeitungen FAZ schalteten, im redaktionellen Teil, wo sich hunderte mit unterzeichnet haben, 5 ehemalige Minister, Ministerinnen, 3 ehemalige Justizministerinnen. Da gab es erst auch mal eine ziemliche Verunsicherung. Aber ich glaube, inzwischen hat sich das durchgesetzt, dank auch ihrer Kenntnisse und ihrer Analysen. Ich bin gespannt, wenn das Buch im März herauskommt. Ich glaube, dann kommt das demnächst. Darf ich hier das schon mal ankündigen? Das sollten wir alle lesen. Dann haben wir nämlich noch viel mehr Argumente. Und wenn jetzt vor einigen Tagen die wichtigsten Menschenrechtsorganisationen sich für die Freilassung von Julian ausgesprochen haben, Penn ist dabei, Amnesty International hat jetzt auch eindeutig diesen Unrechtsfall auch als Präzedenzfall bezeichnet, wo es um unsere aller journalistische Aufklärungspflichten geht. Und dabei ist auch Reporter ohne Grenzen, die sich seit langem auch einsetzen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch hier eine größere Öffentlichkeit noch herstellen. Ich habe gerade jetzt hier zu Besuch 2 Künstler, die in London eine 20 Meter hohe Graffiti-Wand mieten wollen, um seine Freilassung zu fordern, möglichst in der Nähe des Gerichts. Ja, aber Herr Wagraff, eine Nachfrage. Ich meine, man muss sich ja nicht alle Beschreibungen von Schweden zu eigen machen, die Sie gerade genannt hatten. Aber unabhängig davon, wie erklären Sie sich das, dass der Fall Assange in der deutschen Medienlandschaft eine so geringe Rolle spielt, zumal es ja auch deutsche Medien waren, der Spiegel, andere europäische Medien, als es damals um die Veröffentlichung von WikiLeaks ging, doch viele davon profitiert haben, auch viele dann natürlich darüber berichtet haben. Das Video ging ja um die Welt. Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung unserer Kollegen und Kolleginnen in diesem Fall? Also selbst jetzt, als Biden in dieser Woche bestätigt hat, dass er an der Auslieferung festhält, war das allenfalls eine kleine Randnotiz. Das macht ja keine Schlagzeilen mehr. Warum ist das so? Ja, das ist für mich auch unfassbar. Gerade diejenigen, die von ihm profitiert haben, die Schlagzeilen, die Titel durch ihn ermöglicht haben, Auflagen steigern. Ne? Guardian, französische, englische, also ganzen europäischen wichtigen Zeitungen. Der Spiegel hat übrigens eingelenkt. Das ist einem Kollegen in Berlin zu verdanken. Da würde ich schon sagen, der Spiegel hat sich inzwischen wieder solidarisch ihm angenähert, sagen wir mal. Aber die Frage, warum das so war, das liegt nun daran, dass die Propaganda von mächtigen Diensten CIA auch in diese Redaktionen mit hineingewirkt hat. Und von daher ist das nicht nachvollziehbar, aber wenn man weiß, dass da auch Mittelsmänner sind, dass da Kontakte sind, jemand, der auch so stigmatisiert wurde, so geächtet wurde, ja, dem man das alles angehängt hat. Und das hat ja gewirkt. Ich war auch am Anfang verunsichert, wie auch hier Nils Melzer jetzt sagte, er musste erstmal sich sachkundig machen. Es war erstmal eine, wie nennen wir das, ein Rufmord, der in den Köpfen drin saß. Und auch Kollegen musste ich überzeugen. Ich weiß noch bei der Zeit, jemand, der früher beim Spiegel war, der war auch im Anfang irritiert. Aber nachdem ich die ganzen Unterlagen ihm auch offerierte, ist er umgeschwenkt und hat einen sehr engagierten Bericht dann auch gebracht. Und ich glaube, bei manchen ist es auch Unwissen oder nicht wissen wollen oder ja, es gibt inzwischen andere Sensationen, die man nachjagt. Also ich finde, dass es immer Einzelne sind, denen zu verdanken ist, dass überhaupt Öffentlichkeit hergestellt wird. Und hier ist zum Beispiel Michael Sontheimer, auch noch ein Kollege beim Spiegel, der ihn auch besucht hat mehrfach und der auch da dran ist. Ich wünschte mir, dass demnächst von ihm auch nochmal ein großes
Porträt, ein großes Plädoyer kommt. Joseph Farrell, wie ist die Berichterstattung in Großbritannien in diesen Tagen über den Fall? Können Sie uns dazu was sagen? Macht Julian Assange in Großbritannien Schlagzeilen? Yes, he does. And the idea that this is a small group of embattled people. Und die Vorstellung, dass es sich hier um eine kleine Gruppe von Leuten handelt, die irgendwo marginal versuchen, was zu reißen, ist einfach nicht richtig. Das stimmt nicht. Die Zeit hat sich weiter bewegt. Die großen Zeitungen, die Mail, der Telegraph, die Daily Mail, die eher auf der rechten zu finden Zeitungen, sind gegen die Auslieferung und die anderen Zeitungen auch. Das heißt, wir haben die gleiche Position, die Gewerkschaften, zum Beispiel der Nationale Journalistinnenverband und das nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Australien. Wir haben aber auch andere Gewerkschaften, die größte Gewerkschaft mit 1,5 Millionen Mitgliedern. Sie alle haben eine Politik mit Blick auf Julian Assange und sie wollen seine Auslieferung nicht. Alle die NGOs, wie Günther Wallraff gerade gesagt hat, 40 NGOs, Amnesty International, Human Rights Watch, im Grunde jede NGO, die sich im Bereich Menschenrechte und Bürgerrechte bewegt, ist auf unserer Seite. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel Unterstützung. Wir dürfen ja nicht vergessen, bis hin sogar zu einer gewissen Instrumentalisierung auch von rechter Seite, wie Sie das ja gerade angedeutet haben. Ne? Yes, of course, because well, the thing at the end of the day, what WikiLeaks does is it WikiLeaks and it publishes the truthful information. Stellt sich nicht auf eine Seite, sondern publiziert Informationen, um Informationen bekannt zu machen. Und was daraus gemacht wird, das liegt bei den Leuten selbst, natürlich. Aber ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die Medienpartner. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Verfolgung nach dem Spionagegesetz eine Kriminalisierung des Journalismus bedeutet. Es ist ein Verbrechen, Dokumente zusammenzustellen und sie zu veröffentlichen. Das zu fordern alleine wird zur Straftat erklärt. Wenn wir also etwas publizieren, dann machen wir das mit 110 Medien weltweit. Und Julian ist wirklich ganz klar ein Testfall. Er wird verfolgt und dann folgen die anderen auch. Unser Redakteur zum Beispiel, Christian Hobson, wird vom FBI observiert und auch die anderen Medienpartner sind unter Beobachtung. Das ist also wirklich eine sehr, sehr kalte Botschaft, die hier ausgesendet wird. Und man kann das natürlich sehen als ein Fall, für den es an Unterstützung mangelt. Aber das gilt eigentlich nicht mehr. Die Zeit hat sich geändert. Und auch im Magistratsgericht hat man sich auseinandergesetzt mit der journalistischen Seite. Und der Fall wurde gewonnen. Und das ist möglich, weil es eben diese große Unterstützung gibt, weil es diese Kampagne gibt. Es war wirklich das Klima, in dem der Richter zur Kenntnis nehmen musste, dass er das nicht einfach anders entscheiden konnte. Frau Deubloch-Melin, um mal hier aufs Podium zurückzukommen, wenn man das alles hört, Präzedenzfall, Testfall, Bedrohung für die Pressefreiheit, wir haben bisher immer sehr in die USA geschaut, aber der Vorwurf geht ja auch an europäische Staaten, er geht nach Schweden, er geht nach Großbritannien. Für wie groß halten Sie, auch aus Ihrer Erfahrung als Verfassungsrechtlerin und langjährige Justizministerin, die Gefahr, dass dieser Präzedenzfall Julian Assange nach Europa zurückschlägt und auch hier elementar die Presse- und Meinungsfreiheit einschränken kann, nicht nur im Fall Julian Assange, sondern nachhaltig? Also ich halte die Situation eigentlich schon seit ziemlich vielen Jahren für unerträglich und nicht nur in Bezug auf die USA oder auf die konkrete Situation in Großbritannien, sondern unter dem Gesichtspunkt eben auf der einen Seite, dass der Umgang mit dem Menschen Julian Assange einfach unerträglich ist. Das ist die eine Seite. Da bin ich, wie gesagt, Herrn Melzer sehr dankbar, dass er diese ganz klaren Worte hier
sehr deutlich gemacht hat. Und er tut es ja, obwohl er ziemlich angefeindet wird. Das darf man auch nicht vergessen. Und das Zweite ist die Bedrohung nicht nur jetzt der Pressefreiheit. Da bin ich Herrn Wallraff sehr dankbar. Und ich sehe auch, dass die Unterstützung der Initiative, lieber Herr Wallraff, die wird ja breiter. Wir haben sogar im Bundestag jetzt eine interfraktionelle Gruppe von Abgeordneten, die auch die Forderung Free Assange unterstützt. Das ist ganz wichtig. Sondern es ist natürlich ein Mittel, dass der Machtapparat sich schützt, wie das vorhin auch gesagt wurde. Auf der einen Seite zur Disziplinierung der eigenen Mitarbeiter, zum Zweiten zur Disziplinierung der Journalisten und dann eben zum Kleinhalten der Öffentlichkeit. Ich als Bürgerin will wissen, was meine Regierungen tun und ob sich der Machtapparat an die Verfassung und an die Gesetzgebung hält. Und das ist nicht nur ein Problem jetzt von USA oder UK, sondern es ist eine Schande, dass die EU-Länder, auch dass die Bundesrepublik damals, als die Frage dann ecuadorianische Botschaft in Rede stand, nicht gesagt haben, wir bieten Asyl an. Übrigens vergleichbare Situation, wenn auch ganz anders, mit Snowden. Und die Schande ist auch, dass man jetzt nicht sagt, dass die Engländer ihn festhalten ohne Rechtsgrund und dass deshalb die Forderung Free Assange einfach gerechtfertigt ist. Und der dritte Punkt ist sehr... nicht nur politisch, sondern auch rechtlich, ja, menschenrechtlich. Rechtlich und politisch. Ich möchte das jetzt gar nicht trennen. Ja. Und der dritte Punkt ist der, dass diese Art von Haftbedingungen nicht gehen. Ich will einfach noch mal herausstellen, in der Entscheidung vom 4.1. sagt das englische Gericht, er würde nicht ausgeliefert aus humanitären Gründen. Gleichzeitig lassen sie ihn da in den Haftbedingungen in Belmarsh, die wir vorhin erfahren haben. Schon das ist ein solcher Skandal, dass ich das von meiner Regierung und von der EU gegenüber Großbritannien hören will. Ich meine, es ist, das Vorgehen ist ein Zeichen von autoritären Systemen. Mhm. Wir hören das übrigens mit ganz viel breiter Medienunterstützung in Fällen in Russland, in Fällen in China. Wir hören es aber nicht in Fällen gegenüber USA und UK. Und genau das ist der Punkt. Und das empört mich, weil ich in einem Land leben will, das tatsächlich Verfassungswerte nicht nur in der Verfassung geschrieben hat, sondern auch praktiziert. Herr Melzer, würden Sie das auch unterschreiben, dass wir in diesem Fall eigentlich einen, ja, sowas wie einen freien Fall nach unten haben, was elementare europäische Menschenrechte auch angeht, und daran anschließend vielleicht auch die Frage, warum kann man nicht jetzt damit schon vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg gehen? Ja, also ich bin absolut überzeugt, dass das ein brandgefährlicher Fall ist. Also wenn wir jetzt nicht reagieren, riskieren wir einen ganz großen Verlust, eben einen Präzedenzfall. Ich möchte aber auch noch daran erinnern, dieser Präzedenzfall, wie schon angetönt wurde, wurde geschaffen. Also das erstinstanzliche Gericht hat die ganze Logik der amerikanischen Strafverfolgung bestätigt. Und der einzige Grund, warum Assange nicht ausgeliefert werden soll, ist in seiner angeblichen psychischen Erkrankung. Das ist natürlich, entschuldigen Sie mein Deutsch, eine faule Ausrede, nicht? Also man versucht, einen Präzedenzfall zu etablieren, dann liefert man ihn nicht aus, damit das nicht in Berufung geht. Ja, damit man hier diesen ersten 20. Entscheid jetzt etabliert hat. Darum geht es Ihnen natürlich viel mehr als um die Bestrafung von Assange. Ich möchte jetzt nicht in das Business, sagen wir so sagen, des Anwälteteams eingreifen und darüber sprechen, warum man es nicht nach Straßburg geht. Ich denke, dafür gibt es in jedem Verfahren einen bestimmten Zeitpunkt, wo das dann gerechtfertigt ist. Da möchte ich jetzt mich nicht weiter zu äußern. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit am Schluss des Verfahrens, wenn man an der letzten Instanz angekommen ist in UK, das noch zu tun. Ich bin also absolut einverstanden auch, dass das nicht nur eine Frage von UK und USA ist, sondern auch Deutschland und andere
Demokratien, Australien ganz stark betrifft. Ja, der Schutz von Staatsgeheimnissen, das erleben wir ja auch hier und vielleicht kommen wir auch mal nach Deutschland gerade, Herr Wallraff, hat ja in den letzten Jahren eher zugenommen, zumindest wenn man sich die Praxis der Exekutive, also der Regierungen anschaut. Wir haben hier beispielsweise im NSU-Verfahren die Zurückhaltung von Ermittlungsakten für Jahrzehnte festgelegt gehabt. Wir erleben auf der Praxis, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, wenn es um Bundesministerien beispielsweise geht, dass Classified-Stempel auf Unterlagen, also Vertraulichkeitsvermerke auf Unterlagen, enorm zugenommen haben und damit sich natürlich auch Beamte, die möglicherweise Whistleblower sind, einem erhöhten Risiko aussetzen, wenn sie solche Unterlagen an Journalisten weitergeben. Herr Wallraff, vielleicht können Sie mal aus Ihrer Erfahrung auch erzählen, wie Sie die Veränderung hier in den letzten Jahren erlebt haben. Ich will das erstmal nicht vergleichen. Er ist ein solch ungeheuerlicher Präzedenzfall, ja, der nichts. Ich will das überhaupt nicht vergleichen, um nicht falsch verstanden zu werden. Mir geht es nur darum, wie solche Reflexe, die dann zu solchen Fällen führen, auch quasi durchsickern in eine allgemeine Haltung von Staaten, die bei der Frage Staatsgeheimnis hier und journalistische Aufklärung auf der anderen Seite das Pendel in allen Ländern, auch gerade in den liberalen sogenannten westlichen Gesellschaften, immer weiter Richtung Geheimnisschutz und Staatsschutz ausschlagen lassen. Darum geht es doch auch, dass wir jetzt nicht nur mit einem Einzelfall zu tun haben, sondern mit einer allgemeinen Entwicklung. Ein Präzedenzfall heißt ja auch, dass Fälle folgen werden. Ich verstehe. Also wenn es hier gelingen sollte, den Julian Assange fertig zu machen, ihn vielleicht sogar noch vor einem Urteil, er kann ja nur freigesprochen werden, aber da das wahrscheinlich auch berücksichtigt wird, versucht man ihn jetzt ja durch Haftbedingungen, durch Psychofolter, durch so schreckliche Zustände, die man auch hier, oder vielleicht, dass er an Corona zugrunde geht, damit hätte man auch erreicht, dass ein abschreckendes Beispiel geschaffen wird. Seht mal, wenn er Ähnliches wagt, dann passiert euch das Gleiche. Und wenn es dann noch zu einer Verurteilung kommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, erstens, dass er ausgeliefert wird, das ist alles noch möglich bei der direkten Connections zu USA. Das befürchte ich sogar. Aber es wird ja noch weiter über ein, zwei Jahre gehen, bis zum Europäischen Menschengerichtshof. Da glaube ich nicht, dass der dem Ganzen weiter zustimmt. Also man versucht, die Haftbedingungen so zu erschweren, ihn so fertig zu machen. Ja? Er ist ja, gab es jetzt auch neue Gutachten, er ist selbstmordgefährdet, er hat psychische schwerste Ausfälle durch diese Isolation. Und von daher wäre das natürlich im Sinne der Verfolger, dass er sich selber, das wird er wohl nicht machen, aber man versucht alles, dass es darauf zielt, oder die Bedingungen noch mehr zu erschweren, dass er das nicht überlebt. Und wenn das passiert, ja, würden viele ja doch überlegen, ob sie sich überhaupt mit solchen mächtigen Interessen, es sind ja nicht nur Geheimdienste, es sind ja auch große Wirtschaftsunternehmen, die wiederum verflochten sind. Und wenn einer der Kriegsverbrechen aufdeckt, dafür hätte er den Nobelpreis verdient, nicht? Jemand, der weltweit aufdeckt, in welcher Art hier die US-Armee ja über Hubschrauber wie über ein Videospiel Zivilisten niedermäht und das Ganze noch kommentiert wie in einem Videospiel mit Bemerkungen, als wenn es hier um irgendwelche abstrakten Dinge geht, und dann auch noch als hier zwei Retter kommen, um Verletzte zu bergen, werden die auch noch erschossen. Zwei Reuters-Journalisten werden erschossen. Und diese Aufdeckung, das ist ja eins von Tausenden, was er aufgedeckt hat. Und das ist ja auch in den Köpfen drin. Und diejenigen, die das zu verantworten haben, stehen nicht vor Gericht, werden zum Teil noch befördert. Und wenn es gelingt, ihn hier zur Strecke zu bringen, dann ist das eine Lähmung, dann ist das ein, ja, ich würde sagen, weit über den Präzedenzfall hinaus, dann ist das eine Einschüchterung für alle, die sich solcher Themen annehmen. Ja. Und das wird ganz, ganz gezielt betrieben. Und darum müssen wir uns das alle nicht nur zu Herzen nehmen, sondern auch zu eigen machen und müssen es
zur Aufklärung bringen, ins Bewusstsein auch der Menschen bringen. Und da passiert mir zu wenig, auch in unserer Presselandschaft. Ja, Frau Däubling-Melin, trotzdem nochmal daran anknüpfend, wenn wir sagen, wie Herr Melzer, wir haben es mit einer gangsterhaften Verschwörung zu tun zwischen europäischen Staaten und den USA und Ecuador, also einem südamerikanischen Staat, wenn wir diesen Präzedenzfallvorwurf wirklich ernst nehmen. Wir haben ja auch im deutschen Strafgesetzbuch eine Norm, die heißt Landesverrat. Und es ist ja nicht so, dass hier einem nicht drastische Strafen auch in Deutschland drohen können, bis zu lebenslänglich, wer Staatsgeheimnisse an fremde Mächte weitergibt und damit die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland erheblich schädigt. Das heißt, es kommt ja nur noch darauf an, wer wendet eine solche Norm an, wie sicher ist die Justiz in der Kontrolle solcher Normen, wenn es um staatliches Handeln geht. Befürchten Sie angesichts dieser Entwicklung, die wir mit sehr dramatischen Worten gerade beschrieben worden sind, dass auch hier in Deutschland Staatsanwälte, Strafverfolgungsorgane in eine ähnliche Richtung sich entwickeln könnten, dass so ein Straftatbestand wie der Landesverrat, der ja als Gesetz eine lebenslange Haft immerhin ermöglicht, dass sich eine solche Veränderung auch in Deutschland dann ergeben könnte? Also zunächst mal zu Ihrer ersten Bemerkung. Ich glaube, es ist eine ganz spezifisch auch deutsche und europäische Mischung aus Feigheit und Abhängigkeit gegenüber den USA und auch gegenüber anderen, dass man sich so verhält. Mich hat es damals schon im Umgang mit Herrn Cornas in Guantanamo ungeheuer geärgert. Da war das ja sehr deutlich bemerkbar. Ja. Und ich meine, dass bei uns auch die Bestimmung über Landesverrat nicht zu vergessen, die Rolle des jetzigen Bundespräsidenten, der damals... Ganz schwierig ist, ja, das dürfen Sie gerne sagen. Ja. Ich hätte da noch ein paar andere Namen, die ich nennen würde. Keine Hemmungen. Der Punkt ist, wenn Sie einfach noch mal den Staats- oder den Landesverratsparagrafen angucken, dann ist das ein problematischer Paragraph, das wissen wir. Ja. Das Traurige ist ja, den gibt es bei uns schon ziemlich lang. Den gibt es, und Herr Melzer weiß das auch, den gibt es auch in der Schweiz, den gibt es auch woanders. Die Schwierigkeiten der Interpretation sind dort sehr groß. Die Konflikte, die wir in Deutschland hatten, wenn Sie da an die Auseinandersetzung um Netzpolitik.org angucken, ja, sind bei uns aber spezifisch anders. Das heißt, es kann sein, dass hier der Machtapparat sich schützen will. Wir haben ein paar mehr an Prüfgruppierungen drin. Bei den Haftbedingungen haben wir die Haftprüfungskammern des Bundesverfassungsgerichts und andere Dinge, die ganz gut funktionieren. Das heißt, ich halte im Augenblick Haftbedingungen, wie wir sie jetzt bei Assange haben, bei uns für schwer denkbar. Ich will es nicht ausschließen, aber ich halte es für schwer denkbar. Auf der anderen Seite bin ich völlig der Auffassung, dass wir sehr sorgfältig aufpassen müssen, dass nicht bei uns zu viel in Richtung Schutz des Machtapparats geht. Einer der Prüfsteine wird jetzt das Hinweisgebergesetz sein, und das ist ja in hohem Maße umstritten. Whistleblower-Gesetz. Ja, Whistleblower-Gesetz. Es geht da um die Umsetzung, um die deutsche Umsetzung der europäischen Richtlinie. Und Sie können heute an den Stellungnahmen schon sehen, woher der Widerstand kommt. Aber glauben Sie, angesichts der Erfahrungen, die wir jetzt gerade gemacht haben, dass ein solches Gesetz tatsächlich einen Julian Assange oder andere Journalisten künftig schützen kann? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird man immer sehr sorgfältig gucken müssen, gell? Dass der Schutz von Whistleblowern und denen, die sagen wir, die Ergebnisse und die Dokumente von Whistleblowern an die Öffentlichkeit bringen, was ich für dringend erforderlich halte, dass die geschützt werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das wird man mit einem qualifizierten Gesetz erleichtern können, aber ohne Unterstützung jetzt auch der breiten Medien und der Zivilgesellschaft wird gar nicht gehen. Mhm. Und dass auch Journalisten nicht alle so konstruiert sind wie Herr Wallraff, das wissen wir. Wenn ich mir angucke, was da an Angst und an Feigheit und an Bequemlichkeit da ist, dann drehe ich da die Hand zu anderen Bereichen nicht rum.
Ja, es ist ja nicht nur die Angst der Journalisten möglicherweise, sondern auch tatsächlich die Angst der Whistleblower, weil wir ja gerade im arbeitsrechtlichen Bereich und im zivilrechtlichen Bereich hier eine deutliche Verschärfung erlebt haben. Es gibt ja kaum noch einen Arbeitsvertrag ohne Verschwiegenheitsklauseln, die weit über die Dauer von Arbeitsverträgen hinausgehen, wo es sich Arbeitnehmer zum Teil hoher Schadensersatzforderungen oder Ansprüche gegenüberstehen sehen, wenn sie dann Informationen rausgeben. Ja, aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch eine ganze Menge, gerade in den Großkonzernen, Entwicklungen, die verstanden haben, dass eine Fehlerkultur Whistleblower ermöglichen muss und die deswegen interne oder externe derartige Stellen eingerichtet haben, wo die Möglichkeit besteht, es zu konstruieren. Das geht schon. Auf der anderen Seite ist es aber dann, und da habe ich meine Sorgen, wo geht es um den Machtapparat und die Kontrolle der Öffentlichkeit? Das ist meiner Ansicht nach die Schwelle, auf die man sehr sorgfältig sehen muss. Herr Wallraff, wie ist Ihre Beobachtung dazu? Whistleblower-Gesetz, Schutz von Whistleblower-Gesetz, Sie haben sich ja da auch engagiert für. Sehen Sie da eine realistische Chance im Augenblick? Und glauben Sie, dass durch ein solches Gesetz, wie es ja diesen Entwurf gerade gibt, den Frau Däubler-Gmelin erwähnt hat, Fälle wie Julian Assange künftig ausgeschlossen werden können? Also ich bekomme jede Woche, Elendsberichte, Unrechtsfälle von sogenannten Whistleblowern, die sich vertraulich an mich wenden in der Hoffnung, dass ich entweder das journalistisch aufgreife über eine Sendung Team Wallraff, die ich da mit jüngeren Kollegen schon seit Jahren mache, oder auch mich einschalte, um hinter den Kulissen was zu erreichen. Höchst selten gelingt mir sowas, auch mal über Vermittlung. Das mache ich ja neben meiner eigentlichen Arbeit, schalte ich mich da schon mal ein. Oft vergeblich Liebesmüh. Aber es ist so eine weite verbreitete Angst, die bei denen umgeht, die sich noch engagieren, innerhalb der Gewerkschaftsarbeit, innerhalb der Betriebsräte, aber auch ganz unpolitische Menschen, die Gerechtigkeitsempfinden haben. Und das ist zunehmend. Und da wäre längst ein Gesetz überfällig, wo der Schutz von solchen, die sich anvertrauen, sogenannten Whistleblowern, gewährleistet ist. Und wenn das nicht mal vorhanden ist, dann ist der Rechtlosigkeit ja Tür und Tor geöffnet. Aber ich will noch eine Differenzierung vornehmen. Der Julian Assange ist ja gar kein Whistleblower. Ja? Der Edgar Snowden, das ist der klassische Whistleblower, der nun in der... Aber selbst, das ist also noch mindere Rechtsübertretung, er hat lediglich das bekannt gemacht, das in die Öffentlichkeit gegeben, was andere ihm zugespielt oder zugeschickt haben, oft sogar ohne, dass er das wollte. Und er hat es aber öffentlich gemacht. Und das ist sein großes Verdienst. Und das fehlt bei uns. Aber Öffentlichkeit auch, ist aber auch das deutsche Ja. Aber auch das deutsche Recht, zumindest der Landesverratsparagraf, macht keinen Unterschied zwischen dem Journalisten und dem Whistleblower. Herr Melzer, angesichts des eklatanten Rechtsbruchs, den Sie beschrieben haben, haben Sie überhaupt noch Hoffnung, dass solche gesetzgeberischen Initiativen überhaupt irgendwas verbessern können? Ja, also ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass die Öffentlichkeit sich engagiert. Ja? Dass, wir können einfach nicht auf eine kleine Machtelite, und jede Regierung ist eine kleine Machtelite, ja? Das ist ja nicht, muss ja nicht böse sein, das ist einfach so. Wir können uns darauf nicht verlassen, dass die im Interesse der Öffentlichkeit regieren, wenn ihnen Geheimhaltung zugestanden wird. Ja, Menschen sind nicht von Natur aus demokratisch und regeltreu. Und deshalb braucht es einfach die öffentliche Aufsicht. Es braucht Medien, müssen wieder ein Berufsethos haben. Sie sind die vierte Macht im Staat. Sie sind als unverzichtbar als die vierte Macht im Staat. Besonders heute, wo die Welt so komplex geworden ist, müssen Sie die Öffentlichkeit informieren. Und der Bürger, die Bürgerin muss sich einfach bewusst werden, dass ohne politische Verantwortung im Alltagsleben wird es nicht zu schaffen sein. Also ich denke, das ist das, die Essenz der Demokratie, die Essenz des Rechtsstaates. Die Whistleblower, die Journalisten, auch sagen wir Menschenrechtsexperten und so weiter können die Öffentlichkeit informieren und ermächtigen in dem Sinne de facto ihre politischen Rechte eben auch auszuüben und von den Regierenden eben Verantwortlichkeit zu fordern.
Das geht nicht an, dass wir zuschauen, wie Regierungen sich erlauben können, Angriffskriege zu führen, systematisch zu foltern, über Jahre Kriegsverbrechen zu begehen und dann mit dem Finger auf die Journalisten und die Whistleblower zu zeigen und denen 170 Jahre Gefängnis anzudrohen, aber die Kriegsverbrecher selber, nach denen fragt ja gar nicht niemand mehr. Und man sieht die Konsequenzen nicht, wie George Floyd vor einem halben Jahr da vor laufender Kameras erwürgt worden ist, kaltblütig. Und die Polizisten haben ja nicht mal den Eindruck gemacht, dass sie wissen, dass sie was Illegales tun. Das ist halt schon die Konsequenz einer Gewaltkultur. Dem müssen wir entgegensteuern. Und Sie haben das mal ganz schön beschrieben in einem Bild. Sie haben gesagt, es ist wie ein Verhörraum, in dem das Licht vom eigentlich Angeklagten zum Opfer gedreht wird und plötzlich der Täter, nämlich der Kriegsverbrecher, als Opfer dasteht und der, der die Kriegsverbrechen öffentlich gemacht hat, als Täter. Joseph Farrell, ich würde gern Sie auch noch fragen, sehen Sie denn jenseits des zivilgesellschaftlichen Engagements, jenseits der Berichterstattung über diesen Fall, gesetzgeberische Möglichkeiten oder haben Sie Hoffnung in solche gesetzgeberischen Veränderungen, wie es Frau Däubler-Melin am Beispiel eines solchen Whistleblower-Gesetzes gerade angedeutet hat oder erklärt hat? Well, at the moment, it's in theory, it's not needed because it's not presently in the US, except for this case. Mit Ausnahme dieses einen Falles. Sorry, I've just got a connection issue here. Jetzt gibt es hier gerade eine Verbindungsstörung. They have never used this to go also, after a bisher war es gar nicht nötig. Bisher sind die USA nie hingegangen und haben jemanden, der etwas veröffentlicht hat, verfolgt. Bisher waren JournalistInnen immer geschützt. Es ist zum ersten Mal so, dass hier so agiert wird. Und letztendlich hat der Richter gegen die Ausweisung, Auslieferung entschieden und hat aber gleichzeitig das britische Recht neu interpretiert. Wenn Julian auf der Grundlage des Spionagegesetzes ausgeliefert würde. Ich meine, er ist kein Amerikaner. Und hier wird ein Gesetz angeführt, das in Australien erlassen wurde und in Europa publiziert wurde und auch in Großbritannien. Und es gibt keine Verteidigung im öffentlichen Sinne, wenn dieses Gesetz angewendet wird, als Möglichkeit oder als Grundlage für eine Auslieferung. Das Ganze wurde geheim gehalten. Warum? Weil entweder jemand etwas ganz Schlimmes gemacht hat, was niemand erfahren soll, oder man macht etwas, erklärt etwas für geheim und vertraulich, weil man etwas machen will, was nicht an die Öffentlichkeit kommen soll. Das sind diese beiden Gründe. Und insofern geht man hier auf der Grundlage dieses Spionagegesetzes vor. Aber überrascht Sie das dann nicht doch, um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzuführen, dass angesichts der Abwahl von Donald Trump, der ja an der Auslieferung festgehalten hat, jetzt diese Auslieferung nun doch von den USA weiter betrieben wird und dieses zarte Umdenken, zumindest im Fall Julian Assange, was sich unter Obama ja angedeutet hat, jetzt wieder so eine Art Rollback, jedenfalls im demokratischen Lager der USA erlebt? It's a rollback. Ja, sicherlich ein Rollback seit der Position Obamas, aber auch seine Regierung hat lange gebraucht, bis sie diesen Punkt erreicht hatte. Und natürlich muss man auch einen Unterschied machen zur Trump-Regierung. Und ich bin eigentlich überrascht, dass Biden das nicht fallen gelassen hat. Aber vielleicht wartet er auch nur darauf, dass der Generalstaatsanwalt etwas sagt. Ich meine, letztlich bin ich dauernd überrascht.
überrascht von der Unzahl von amerikanischen Agenturen, die hier involviert sind. Und angesichts all dessen, was Einzelne bereit sind zu tun, die Überwachung, die Spionage in der Botschaft, das Überwachen von Gesprächen, die Julian mit seinen Anwälten hatte. Also, ich erwarte das schon fast. Ich bin überrascht, ja, aber ich erwarte es schon fast. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir das am Ende gewinnen werden. Die Leute müssen zusammenkommen, wie hier auch von den anderen gesagt wurde. Man muss zusammenkommen, man muss es immer wieder äußern, man muss etwas sagen. Man braucht eine Petition nach der anderen. Am Ende wird es ein europäischer Fall sein, wenn er die ganze Skala durchgeht bis zum obersten Gerichtshof in den USA. Und hier geht es ja auch um eine Botschaft an die Welt insgesamt. Es geht gar nicht nur um Europa. Wenn in Deutschland jemand etwas schreibt über Nordkorea, was Nordkorea nicht gefällt, wäre es dann möglich, zum Beispiel jemanden dort vor Gericht stellen zu wollen. Und am Ende ist es tatsächlich so, ich möchte wissen, was meine Regierung macht in meinem Namen, in der Welt, was die Unternehmen machen. Und wenn ich das wirklich wissen will, dann muss ich natürlich auch sagen, dann will ich mein Geld, meine Steuern für die freie Presse ausgegeben sehen. Joseph Farrell, weil wir hier schon fast zum Schluss kommen, würde ich doch gerne noch eine fast schon persönliche Frage stellen. Erreichen Julian Assange diese Solidaritätsveranstaltungen? Erreicht Julian Assange, dass beispielsweise heute in Hamburg oder in anderen Orten der Welt Menschen sich engagieren? Und wie reagiert er persönlich darauf? Was können Sie uns dazu sagen? Yes, he does know. Er weiß das, ja. Und es wärmt ihn, es wärmt sein Herz. Er findet das sehr, sehr schön. Er ist dankbar. A colleague was on the phone with him at the time when I was messaging, saying I can't speak now because I'm just about to do. Er weiß, dass wir uns heute hier sehen, weil ich gerade vorhin ihm eine Botschaft schrieb und gleichzeitig ihm sagte, was ich hier heute mache. Er hatte sich gemeldet. Und es ist enorm wichtig, das, was wir machen, die Bedingungen, unter denen er ist, die Umstände, in denen er ist, seine Gesundheit nach diesen 10 Jahren, das ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. 10 Jahre, die er sich die ganze Zeit wehren musste. Und insofern ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir zusammenkommen, dass es gute Informationen gibt und dass es weitergegeben wird, was wir wissen. Und ja, es gibt überall diese Solidaritätsveranstaltungen und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und so bauen wir ja auch die Kampagne. Vielen Dank, Joseph Farrell. Ja, das sollten wir bei all diesen wichtigen Fragen, über die wir zu Recht diskutieren, über Staatsgeheimnisse und journalistische Enthüllungen und über Presse- und Meinungsfreiheit, nicht vergessen, dass es auch um ein Menschenleben geht in diesem Fall. Und es kommt auf jedes Menschenleben an. Das soll das Schlusswort sein an diesem Abend. Vielen Dank an alle meine Gäste. Vielen Dank, Frau Döpler-Melin hier auf dem Podium. Free Speech, Free Julian Assange, das war das Thema, das war der Titel dieser Veranstaltung. Hoffentlich nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft. Denn es geht um wichtige Fragen. Es geht um unsere Rechte, es geht um die Presse und um die Meinungsfreiheit. Und das ist schließlich keine Kleinigkeit. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Gäste, die wir hier zu Gast haben durften. Das war ein regelrechtes Tribunal. Und wir sind unglaublich stolz, dass wir als kleines Hamburger Literaturfestival dem Ihnen allen hier die Bühne geben durften. Und in diesen Zeiten, wir haben das jetzt seit 5 Tagen erlebt, ist es nicht ganz einfach, die Gäste hier zu uns zu bekommen. Deswegen ein ganz großes Dankeschön für diese wunderbare Gesprächsführung. Georg Restle, herzlichen Dank. All unsere Gäste, die wir auch nach Hamburg hier jetzt bekommen haben, für die ist es überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Seit Monaten werden keine Veranstaltungen mehr auf Bühnen gemacht. Und deswegen ist das umso höher einzuschätzen. Und sind wir besonders stolz darauf, dass Sie hier zu uns den Weg nach Hamburg gemacht haben. Vielen herzlichen Dank auch an Herta Däubler-Melin, dass Sie heute Abend hier bei uns sind und so klare Worte gefunden haben. Und thank you auch nach London selbstverständlich. Thank you, Joseph Farrell. Thank you very much.
Und fühlen uns allen sehr verbunden. Vielen, vielen Dank. Und vielen herzlichen Dank, ein großes Dankeschön an die Frau, die seit Montag schon hier bei uns den ausländischen Gästen ihre Stimme, ihre deutsche Stimme gibt. Astrid Gese, unsere Dolmetscherin von Lesen ohne Atomstrom. Ja, und vielen Dank nach Genf, Nils Melzer. Und ebenso vielen, vielen Dank nach Köln, Günter Wallraff. Und morgen Abend geht es hier in Hamburg weiter mit ebenfalls beeindruckend kritischen Autorinnen und Autoren, die sich auch nicht das Schreiben und Sprechen verbieten lassen, die in ihren Büchern rechtsradikale Strukturen in deutschen Institutionen, in der Polizei, im Verfassungsschutz, in der Bundeswehr aufgedeckt haben. Heike Kleffner und Dirk Labs werden morgen bei uns zu Gast sein. Zudem berichten Bühnenstars wie Michel Abdoulaye und Idil Baida, wie sie fortlaufend rechtsradikalen Bedrohungen ausgesetzt sind. Und der Hamburger Polizeiprofessor Raphael Bär wird bei uns sein und uns ein bisschen das einordnen, was in deutschen Institutionen in dieser Hinsicht los ist. Wir sind verabredet. Morgen, 7:30. Tschüss aus Hamburg.